Denn um 21.45 Uhr war es dann exakt 70 Jahre her, dass die ersten Bomben der Briten über Dresden abgeworfen worden waren. Da hat sich der Platz hinter mir noch einmal gefüllt. Während des gesamten Tages waren hier doch viele Menschen unterwegs, nicht nur in der Frauenkirche, die geladenen Gäste, sondern man merkte dieser Stadt an, dass heute ein besonderer Tag ist, keine Zweifel. Ja, das offizielle Dresden ganz bestimmt. Es gab nicht mehr diese große Veranstaltung hier in der Frauenkirche, in der der Bundespräsident gesprochen hat, das haben wir ja gerade gesehen, sondern eine Vielzahl von Veranstaltungen, wo immer der Versuch unternommen wurde, diese Bombennacht in einen größeren Kontext zu stellen, die Gräuel der Nazis nicht zu vergessen. Es gab, wir haben es gerade gesehen, Gedenkveranstaltungen an den Gleisen, an denen die Dresdner Juden in die Konzentrationslager deportiert worden sind. Viele andere Orte, die an die Schrecken der Nazizeit erinnert haben, wurden besucht, unter anderem von Zeitzeugen von Dresden und Menschen aus anderen Regionen, die hier das alles noch miterlebt haben und zu diesem Anlass noch einmal nach Dresden gekommen sind. Aber man muss auch schon sagen, es gibt auch doch spürbar noch eine Zerrissenheit in dieser Stadt. Viele Gruppen, die immer wieder versuchen, am Rande diese Gedenkfeiern für sich zu instrumentalisieren. Ganz zur Ruhe ist Dresden noch nicht gekommen, aber das Bemühen des offiziellen Dresden ist eindeutig zu spüren. Ein gutes Signal von diesem Tag in die Welt zu senden.